So. Okay. Dann schauen wir doch mal. Ich bin immer nur froh, dass ich relativ viele Punkte habe. Denn so kann ich mir direkt Premium freischalten. Schwierige Entscheidung. Ja, komm, machen wir. So. Denn so können wir uns direkt Belohnungen holen. Wie zum Beispiel diese Begleiter hier. Okay. Ich bin aber kurz vor Niedlichkeit gestorben. Das tun wir uns gleich. Das Weihnachtsoutfit. Und hier, um direkt die Punkte wieder aufzufüllen. Aber das hier mache ich dieses Mal nicht. Und vor allem, es sind 14 neue Outfits dazugekommen, ne? Also, Sets für Möbel. Das ist überhaupt nicht viel, nein. Und es sind auf jeden Fall neue Rezepte. Und wir kriegen einmal Stitch. Und wir können uns Buzz und Woody holen. Das ist ganz toll. Will ich aber eigentlich erst machen, wenn ich Erik auf 10 habe. Sonst habe ich da wieder so viel. Streich der Tierbegleiter. Apropos. Garderobe, Begleiter. Wo ist es? Da. Mein Weihnachtsfuchs. Den brauche ich. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und das geht jetzt mit P. Oh, ich glaube, es ging vorher schon mit P. Direkt die Talerchen hier wieder voll kriegen. Okay. Neue Tiere gab es wahrscheinlich nicht. Nee. So. Es ist natürlich nicht da. 8 Uhr morgens bis 12 Uhr, 2 Uhr nachmittags. Das heißt, das Viech ist da. Ist da. Brauche ich ja so Karotten. Ich muss es finden. Hallo? Gurtel? Also, ich will noch gar nicht wissen, was es da im Laden gibt. Die Nachtdorn kann ich mir direkt mal einverleiben. Du bist das falsche Kaninchen. Oh, falsche Seite. Natürlich. Schön, dich zu sehen. Yay! Bis bald. So. Dann dauert das kurz ein bisschen. Gut, die Sachen hier brauchen noch. Ich verstehe schon.
Kleider. Wo ist es? Da. Wir brauchen natürlich... Ne? Die passen leider nicht ganz dazu. Hallo, Iron. Ich hoffe, es geht dir gut. Auch irgendwas. Nee. Ich will doch nichts auf dem Rücken haben. Lasst mich. Gebt mir mein Kleid. Okay. Herr Pause. Nein, Motorschaden. Dreckstag. Stimmung im Arsch. No. Ach du Kacke. Ja, verständlich. Ich bin erkältet. Frisches hat mich angesteckt. Jetzt bin ich auch krank. Aber noch geht's. Noch geht's. Ein bisschen K.O. noch von gestern. Haben ja gestern renoviert. Und ja. Aber soweit geht's mir noch ganz gut. Da ich nicht weiß, ob so bleibt, dachte ich, ich hau jetzt schon den Stream an. Die Sau, ja. Also, Furtis kann jetzt im Schlafzimmer den Boden verlegen. Also, dann müsste, glaube ich, der Boden erstmal komplett fertig sein. Im Schlafzimmer müssen nur noch zwei Streifen, also ich habe ja so Akzentstreifen dann auf meine Wand gemacht. Die müssen noch ran. Dann ein paar kleine Ausbesserungen, dann wäre das Schlafzimmer fertig. Außer halt die Möbel. Gut, und ich glaube Bodenleisten und Stuck muss noch ran. Der Stuck. Und... jetzt habe ich mit meinem Küchenflur angefangen. Also, es ist halt so ein. Es war mal eine Küche, jetzt ist es halt ein Durchgangsflur sozusagen. Da bin ich jetzt fast fertig mit Grundieren. Da kann wahrscheinlich am Sonntag oder am Samstag schon die Erstfarbe ran. Das heißt, je nachdem, wie krank ich werde, könnte es sein, dass ich zumindest mit den drei Haupträumen nächste Woche fertig bin. Dann muss nur noch der Flur gemacht werden. Ist aber nicht ganz so viel Arbeit, weil ich die komplette Tapete haben muss. Wo dann meine Bücherregale stehen. Dann muss Gott sei Dank nicht alles gemacht werden. Weil die eine Tapete ist eigentlich recht hübsch. Ist halt so eine weiße, ich glaube Raufasertapete, die halt so richtig schöne Akzente noch in dieser Tapete drin hat. Richtig schön. Da haben wir gesagt, ach komm, dann machen wir nur das von der Tapete ab, die nicht mehr ganz so gut ist. Auf der anderen Seite ist komischerweise noch so eine alte Blümchentapete, die kommt natürlich ab. Da streiche ich dann rüber und ja, dann kann ich einziehen. Also es könnte vielleicht doch noch vor Weihnachten werden. Es könnte vielleicht doch noch funktionieren. Mal gucken. Zurzeit sieht es gut aus, dass ich zum... zweijährigen den Samstagstream machen kann, weil wir dann im wahrscheinlich schon im neuen Haus sind. Wir haben uns jetzt auch endlich dafür entschieden, welches oder was ich für ein Bett nehme. Ich konnte mich ja nicht entscheiden. Jetzt brauche ich dann nur noch die Maße, dann hätte ich rein theoretisch auch schon eine Kommode. Silvesterparty weiter, was? Silvesterparty eher weniger. Von der Silvesterparty war hier nie die Rede. Nee, aber es geht voran. Definitiv. Mal gucken. Vielleicht gestattet mir ja mein Mann, dass ich zumindest vormittags streame. Mal gucken. Je nachdem, wie weit wir wirklich sind. Wir schauen einfach mal. Aber es geht voran. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich gestern so weit komme.
Aber dementsprechend sah ich auch aus. Also ich habe hier immer noch überall Farbe. Bei mir, hier sieht man es halt. Selbst die Beine sind voll mit Farbe. Das ist ganz schlimm. Ich weiß nicht, wo ich mir die Farbe überall hingeklatscht habe. Ganz, ganz furchtbar. Nicht einfach den Vormittag arbeiten. No! Na gut, aber gibt ja, glaube ich, Zuschläge, wenn man an solchen Tagen arbeitet. Oder? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Also ich weiß es bei meiner Mutter auf jeden Fall. So war er früher. In der Gastro. Selbst mir da jemand geklatscht. Oh. Dafür habe ich 24.12. frei. Ja. Ja, am 24. sind wir tatsächlich auch zu Hause. Aber das streame ich nicht. Vielleicht streame ich ja nächstes Jahr mal an Weihnachten, aber mal gucken. Wahrscheinlich eher weniger. Vielleicht eher, also wahrscheinlich werden erst dann Streams kommen, wenn die Familie kleiner wird. Böse gesagt, aber ne. Es ist halt schon viel. Bei den einen Tag halt bei Frusches Familie, den einen Tag bei meiner. Einen Tag, den wir allein verbringen wollen. Das Problem, wenn die Verwandtschaft so nah aneinander wohnt. Ich hoffe nur, dass der Stream nicht abkackt wegen dem Spiel. Servus. Oh, ich habe ich schon, ne? Ja, ich brauche nur noch den Kackgraben da. Oh. Oh Gott. Ich hasse krank sein. Habe ich das mal erwähnt? Erst am zweiten Weihnachtstag wohl nichts machen. Ist auch nett. Ja, das stimmt. Mein Nichts zu machen. Ja, ja. Kann ich nur von träumen. Ja. Guck dir diesen Fuchs an. Ob ich mich in den neuen Begleiter verliebt habe? Ich hatte die Runze auch im Griff. Oh ja, es ist einfach nur ätzend. Ich hasse Erkältungen. Am schlimmsten sind halt die Halsschmerzen, finde ich. Also gerade geht's, aber ich merke halt beim Reden, ne? Dass da nicht alles... Nicht alles im Lot ist gerade. So, du seltenes Kanikelum. Ich weiß nicht, ob ich dich je gefunden habe. Aber... Jetzt kann ich dich füttern. Oh ne, noch kann ich dich gar nicht füttern. Nein! Meine Karotten sind noch gar nicht fertig. Ich habe nur laufende Nase zum Glück. Ja, sei froh. Die Nase, damit könnte ich leben. Gut, außer wenn sie zu ist. Wenn sie läuft, das ist das eine. Wenn sie zu ist, das ist das andere. Oh. Ja, aber erwähnt, dass ich Events hasse. Weil mir sah ich hier wieder fast täglich reingehen. Das ist so schlimm. Aber wir spielen nachher Walking Dead weiter. Habe ich mir so überlegt. Damit ich es hinter mich habe. Das ist so Banane. Ich würde es einfach nur hinter mich bringen. Diese Brötchen mit Käse drauf und jetzt ein Kakao. Ja. Also ich habe mir, zumindest für heute Abend, habe ich mir schon was zu essen rausgelegt. Und zwar Pulled Pork. Ich habe nämlich jetzt die so richtig geile Brötchen. Also, ne? Oh. Da freue ich mich schon drauf. Denkst du, ist geladen. Yay! Muss dann nur sagen, wann du Zeit hast. Dann können wir das mal planen.
habe hier nirgendwo Karotten. Ist doch nicht. Ach komm, 3 Stück fehlen noch. Oh. Hm. Pass auf, und jetzt habe ich keine Nachtdorn mehr hier. Hm, sieht schlecht aus, ja. Nächste Woche habe ich Donnerstag frei, da wäre Abend super. Sollte klappen. Also zumindest haben wir für nächste Woche noch keine Pläne. Außer, dass wir halt renovieren. Aber dann können wir das hier rein theoretisch festhalten. Dann planen Frutus und ich da drumherum. Wobei Abend sind wir ja eh zu Hause. Also von daher. Ich hätte Zeit. Ich brauche Nachtdornen. Dann muss doch hier noch irgendwo eine vermaledeite Nachtdorne geben. 3, um genau zu sein. Nicht? Nee. Um 19 Uhr bin ich nur mit einem Kumpel verabredet, aber um 19 Uhr wäre ich frei. Jo, das passt doch. Blaue Kiste. Das passt doch super. Das wird passen. Jetzt Zwiebeln. Jetzt eine grüne Kiste. Dann bis 23 Uhr. Oh Gott, da trägst du das denn? Bist du dir sicher, dass du das so lange machen, durchziehen willst? Also ich habe da kein Problem mit, aber bist du dir sicher? Ich denke nur an deine Nerven. Ich mein's nur gut mit dir. Ich dachte, ich könnte. Wo könnte man da nicht hin? Ah, das kriegen wir hin. Okay, es gibt keine Nacht dort mehr. Ich muss bis morgen warten. Dammit. Kann, könnte. Ach ja. Doch, da ist noch eine Nachtdorne. Aber trotzdem fehlen noch 2. Trotzdem fehlen noch 2. Ist noch ein bisschen frustrierend, oh Gott. Du bekackt ab. Hier ist nirgends sowas. Erschütternd. Wirklich erschütternd. Naja, okay. War das hier? Diese Glöckchen. So, das kann damit rüber. So. Das können hier auch noch mit rein.
2,5 Stunden, dann ist das Feuer. No, aber das schaffst du. Das schaffst du. Bin ich mir ganz sicher. Die Zeit geht schneller rum, als du denkst. Hoffe ich. So. Tragen. Meine Idiotensammlung ist heute schon voll. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Vor allem allein bei der Vorweihnachtszeit. Ja, doch. Glaube ich dir gerne. Willst du meinen Wombat-Babys? No. Die Wombats. Okay, ich brauche noch eine Kiste. Habe ich noch eine Kiste? Ja, Eine, die mir nichts bringt. Nee. Ich muss Kisten herstellen. Wo war meine Werkbank noch gleich? Draußen, ne? Ich hab gestern einen kleinen Muffin bekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Chanukka-Leuchter. Kinara. Stitch-Fernseher. Rulebook. Oh, Baum der Weihnachtsfreuden, den brauchen wir. Wir brauchen noch ein Iglo. Oh mein Gott. Ein Lagerfeuer. Ich brauche mehr Eisenbarren. Und du pass. Okay. Gehen nur zwei. Was willst du mit dem Captain? Essen! So. Ist doch Fisch. Ja, Fischstäbchen esse ich ja auch. Das war falsch. Fischstäbchen esse ich. Habe ich sogar im Eisfach. Auf den Blick habe ich gewartet. Ich mag halt keinen richtigen Fisch. Ich esse auch Fischfrikadellen. Aber ich esse keinen Fisch. Na gut, doch, wenn er paniert ist. Also komplett paniert. Dann würde ich ihn vielleicht noch essen. Was denn? Das ist widerlich. Es riecht dann auch alles nach Fisch. Die macht mich jetzt schon fertig. Aber warum ist denn? Ich mach doch gar nichts. Ich spiele doch hier nur. Du bist von der Art wie Steak. Ja, aber schmeckt nicht nach Steak. Es schmeckt nun mal nicht nach Steak. Ich kann da doch auch nichts für. Thunfisch aus der Dose. Ja, okay. Den Dosenthunfisch. Den Thunfisch auf einer Pizza geknallt. Ja, okay. Lass mich mit mir drüber reden, aber... Nee. Aber nee. Jetzt ist raus. Die Dame ist...
Was denn? Eigentlich, das ist doch nur Müll, quasi. Im fernsten Sinne. Er ist halt Abfall. Sozusagen. So, das kommt hier, das wird rein. Ich bin seltsam lastig. Was habe ich da eben gekriegt? Ach da, okay. Baue auf dem Hauptplatz ab. Beginne tägliche Diskussion mit Miki. Die fallen auch Delfine und Co. mit runter. Ja, dann esse ich das halt. Verbringe eine Stunde mit Vajana. Fange Fische auf der Wiese. Koche Gerichte mit Basilikum, das kriege ich hin. Koche Gerichte mit Basilikum. Was war Basilikum nochmal? Das da, ne? Ja, Basilikum-Omelett. Nee, Sushi mit Fisch geht nicht. Sushi ohne Fisch, ja. Oder Sushi mit Hähnchen. Es fängt ja allein schon da an, wenn dieses Algending da drum schon so nach Fisch schmeckt. Alles, was nach Fisch schmeckt, esse ich nicht. Oder riecht. Das ist ekelhaft. Ich komme damit nicht klar. Das ist so. Oh. 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 Das darf nicht nach Fisch schmecken. Oder riechen. Kann doch auch nicht für meine komischen Geschmacksnerven. Riecht das jetzt? Nee, gerade rieche ich nach Krankheit. Gerade rieche ich nach Krankheit. Und nach Medikamenten. Hey, komm, wir bereiten uns ein Fischsteak zu. Ja, klar, weiß ich das. Aber schön, dass sie eine neue Musik eingefügt haben. Haben die das jetzt für jedes Sternegericht eine andere Musik? Super, vorbei. Viel Spaß noch. Ich geh Idioten ärgern. Mach das. Ich kümmere mich hier ein bisschen ums Event. Auch wenn ich Events nicht mag. Aber gut, hier muss ich nicht viel machen, ne? So. Dann kann ich dann auf die nächste Seite. Gibt's dann 150. 400. Eieiei. Nochmal 400. 710! Heide Witzka, okay. Lohnt sich auf jeden Fall. Verkauft Zwiebeln. Muss erstmal bei Jana finden. Vielleicht hätte ich vorher was essen sollen. So, Vajana, wo bist du da? Vajana, wir müssen eine Stunde zusammen verbringen.
So. Und ich kann dann direkt mal anfangen. Hier mit Hacken. Ich spreche auch gleich mit Merlin. Servus. Es kommt schon, uns erwartet viel Arbeit. Ah, Idaria, da bist du ja. Du hast von meinem Heureka nach meinem letzten Durchbruch gehört. Ich habe tagelang sorgfältig recherchiert. Und es gab, es gab keinen bedauerlichen, einen bedauerlichen Vorfall, bei dem ich die Bibliothek fast in einen Fliegenpilz verwandelt hätte. What? Aber ich habe eine große Entdeckung gemacht. Erzähl mir alles. Ich muss sagen, es ist sehr erfrischend, mit jemandem zu sprechen, der die Begeisterung für Entdeckungen teilt. Ich bin sicher, du erinnerst dich an die Vitalis-Kristalle, die du in der Mine unterhalb der sonnigen Ebene gefunden hast. Ich habe schon lange vermutet, dass sich ihre belebenden Eigenschaften auch auf andere Weise als nützlich erweisen könnten. Hättest du Interesse an einem kleinen Quid pro Quo? Nicht jetzt, Scar. Nicht jetzt. Jetzt ist es nun... Ich habe es bestätigt. Ich habe spezielle Elixiere entwickelt, die dir bei der Erfüllung deiner Aufgaben helfen. Es gibt einen für deine herrschaftlichen Schaufel, eins für deine herrschaftliche Spitzhacke und eins für deine herrschaftliche Angelrute. Ich bin bereit, sie auszuprobieren. Wunderbar. Ich gebe dir die ersten Tränke, die ich gemacht habe. Wenn du mehr davon haben willst, besuche einfach die Werkbank und folge den Anweisungen, die ich dir gegeben habe. Oh, und du solltest sehen, was passiert, wenn du mit noch mehr Zutaten experimentierst. Vielleicht machst du ja selbst ein paar Entdeckungen. Ich würde vermuten, dass die Ergebnisse sogar noch wundersamer werden. Noch wundersamer. Okay, wir kriegen sämtlichen Schrott.